Vor mir die Sieger und wie fühlt man sich? Ja, wieder erleichtert wie jedes Jahr, wenn man mit dabei hat in der Aufstellung. Weil dann gewinnen wir eigentlich immer. Ja, ich fühle mich schon gut eigentlich. Ja, man muss immer am Tag davor gescheit fortgehen, ein paar Bier trinken davor und dann gewinnen wir eigentlich immer. Ja, nächstes Jahr wieder die Kombination, dann gewinnen wir wieder. Gleiche Aufstellung, gleicher leichter Saudruck. Ja, trainiert alle mal ein wenig mehr, dann haben wir eine gescheite Konkurrenz, weil schon langsam wird es langweilig. Ja, einen schönen Gruß an alle TVL-Zuschauer. Ja, schaut's TVL an. Ja, der Siegersaudruck von den Frauen. Erster Platz. Wie fühlt man sich denn? Wie war es denn? Und wie gefällt? Hat es euch gefallen? Das war saugeil, aber so dermaßen anstrengend. Und jetzt haben wir zwar leider nicht Sau gekriegt, aber 30 Liter sind umso schöner. Wir haben es gesagt, letztes Jahr haben wir untergegangen, heuer gewinnen wir was, das haben wir geschafft. Haben wir auf jeden Fall gut gemacht. Und jetzt sind wir durch und durch nass. Jetzt trinken wir erst mal halbe. Einfach trainieren. Paddeln, und auch wenn es nicht mehr geht und die Arme abfallen, einfach weitermachen. Und sich von Jungs nicht einschüchtern lernen. Schöner Gruß an irgendwelche Leute. Ja, an alle Dehendorfer, an alle Lubbucher, an alle Rackendorfer, mein Gott, alle, die uns angefeiert haben. Ich grüße Julia und ich bedanke mich, dass wir einen Saudruck ausleihen haben dürfen. Oh ja, das sowieso. Okay. Ja, der Lubburger Saudruck, dritter Platz und es ist super gegangen. Wie hat es euch gefallen? Ja, schön war es. Wir haben leider nicht mehr rausholen können, weil die ersten Sieger vor dem Start unsere schöne Galionsfigur abgebrochen haben. Kaputt gemacht. Dann haben wir leider nicht mehr rausholen können. Deswegen haben wir höchstwahrscheinlich nicht gewonnen. Aber unser Zielfinale haben wir erreicht, dritter Platz, einwandfrei. Ganz klar. Wenig Vorbereitung und angelaufenes Bier. Und einen TV-Lupfer-Zuschauer-Gruß gibt es da einen? Ja, ja, unseren Coach, Chefcoach und Boxenchef und Chef des der Hydraulik- und Windkanal-Chef, Schmaßer Christian. Ja, wer ist denn vor mir und warum sitzt du heute in so einem weißen Braut-Saudruck? Ja, das möchte ich am besten auch gern wissen, aber. Hey, ja, weil ich werde jetzt halt irgendwann demnächst einmal heiraten. Ja, also ich werde jetzt halt demnächst einmal meinen Stefan heiraten. Und ich hoffe, der Stefan hat auch so einen tollen Jungs, so einen Abschied wie ich. Bestimmt nicht, nein. Und alle, die wir noch nie geheiratet haben, kriegen das alle schön zurück. Hey! Ja, und in Dehendorf, da bin ich daheim. Also vor mir sitzt wer und was habt ihr für einen Saudruck und warum macht ihr daheim mit? Also wir sind die Regina Strunz und die Theresa Meyer und wir kommen aus Hohr und aus Bärstehen. Und wir haben heuer einen Froschkönig-Saudruck. Wir heißen deshalb auch Froschhexen. Und wir machen mit, weil eigentlich haben wir aber so viel Hunger und eine halbe Sau wäre schon einmal eine gute Sache. Also das ist unser Ziel. Warum meint ihr, dass ihr heute gewinnt? Weil wir letztes Jahr untergegangen sind und das muss sich heuer ändern. Wir haben so fleißig geübt, wir haben jeden Tag, dreimal am Tag haben wir geübt, das muss ich heuer. Wir haben extra 10 Liegestützen, jedes Mal vor dem Becken. Und einen dicken gepolsterten Saudruck haben wir heuer auch. Also da kann nichts mehr schief gehen. Also ich bin der Fru Kilian und das ist der Salz Lukas. Wir sind die Lubbucher Wikinger und wir gewinnen hauptsächlich welche unserer Figur da vorne und weil wir heute früh einen super Testlauf gemacht haben. 3:45 ist unsere Zeit. Toppt das. Also ich bin die Karina Oehler und das ist die Eignisse Michaela. Wir kommen beide von Borschberg und wir hoffen, dass wir heuer auf jeden Fall wieder gewinnen. Warum wollen Sie, dass euer Saudruck gewinnt heuer? Weil wir letztes Jahr haben wir schon gewonnen und wir haben den gleichen Saudruck wie letztes Jahr und da haben ein bisschen mehr trainiert und deswegen müssen wir gewinnen. Einfach weil so ein Gaudi war natürlich schön ist, dann am Schluss zum Gewinner. Ja, ich bin von Hirmersdorf. Ich bin der Bachflo und ich bin aber beim Grotter Schreinerei. Ich bin der Senel Taki, bin selbstständig und wohne in Degendorf. Und weil wir gewinnen, weil ich am Ziel wohne und dann will ich als Erster am Ziel ankommen. Und weil wir Schreiner haben und da läuft es. Ja, wir sind Team C1 und wir gewinnen jetzt zum dritten Mal die Saudruckrennen, oder? Genau, deswegen sind wir da.
Wir haben 2006 und 2007 haben wir schon gewonnen. Dann haben wir 6 Jahre Pause gemacht, dass die anderen auch mal drankommen. Und jetzt, glaube ich, ist Zeit. Abschlussrennen. Abschlussrennen. Ich bin extra von Norwegen eingeflogen. Donnerstag auf Nacht. Jetzt fahren wir das Rennen halt schnell und am Montag geht es wieder zurück. Ja, wir haben jetzt umgerüst. Neues Material. Ja, Sportsaudruck haben wir jetzt. Ja. Der alte ist kaputt gegangen, die letzten paar Jahre. Ja, also ich komme aus Afels und jetzt bin ich halt da, dass ich die Saudruckrennen anschauen kann und dass ich mir halbe Bier da kaufen kann. Ja, ist ja bei uns in der Gegend das Einzige, was ist, so in die Richtung, so einmal. Und ich sehe es ja wieder schön, Haufen Leute, Wetter passt. Ja, also mein Name ist Paulus Benjamin, ich komme aus Hirmersdorf und ja, wir haben uns jetzt da, weil wir haben uns letztes Jahr das erste Mal angeschaut und es war eigentlich super lustig und Sohn hat es auch gefallen. Hier geht's. Ja, das ist, deswegen haben wir da. Also, wir kommen aus Großbissendorf und wir haben schon das dritte Mal mit da, weil die Bissendorfer immer mitfahren. Das Saudruckrennen funktioniert offenbar so, dass man mit einem Saudruck in sich ins Wasser begibt und dann versucht durchzukommen, ohne zu kentern, was in der Regel kaum möglich ist. Und das ist eine Mordsgaudi. Und jährlich habe ich das einmal vor mir, direkt vor meinem Haus, findet hier statt und nie kommen so viele Menschen nach Degendorf als beim Saudruckrennen. Insofern ist das wirklich ein herausragendes Ereignis für Degendorf. Also ich glaube, das ist das der Brautdruck, der ist Favorit für mich. Die kommen aber erst noch. Das dauert auch noch ein bisschen. Ich bin auch für die edle Braut, ich schaffe das hundertprozentig. Da sitzen die Fachpublikum, Zuschauer sitzen vor mir. Es ist schon mal der ganze Vorlauf gewesen. Welcher Favorit ist denn für euch? Also ich war für die Eichhefer, aber die sind leider nicht in den Start gegangen. Aber die Luppacher waren super und ich finde, dass die Luppacher auch gewonnen haben. Und die Luppacher haben auch Daumen gedruckt, oder? Freilich, auf alle Fall. Wir haben auch hopp geschrieben, bloß. Die sind aufgelaufen, aber dann haben die Mädels nochmal aufgeholt und dann muss ich sagen, haben sie es fast geschafft? Beinahe. Auf alle Fälle eine Damenmannschaft. Boah, welche ist uns wurscht? Ja, der war am besten Sieg, der siegt. Ich bin ja schon jedes Jahr da. Alle 8 Jahre. Immer super.